Ja, herzlich willkommen wieder zum Losung und Lehrtext heute. Und wie so oft haben wir heute wieder einfach einen Hinweis, wie Gott ist, was er macht, obwohl das nur Fragmente sind von dem, wie er wirklich ist. Das geht einfach nicht in unseren Kopf, in unseren Verstand hinein. Und selbst wenn wir auch in der Ewigkeit sind und da vieles ganz neu entdecken und erkennen werden und staunen vor allem, ne? Aber für dieses Leben, das uns der Herr hier geschenkt hat, genügt es, diese Erkenntnisse, die er uns selber gibt, über sich selbst und auch über sein Wirken, die er uns in seinem Wort gibt oder durch seine Schöpfung. Ich meine, wenn wir nur mal in die Schöpfung hineinschauen, da merken wir auch schon eine ganze Menge über seine Kreativität, über seine Größe, seine Präzision, sein Alpha, ja, sein einfach sein Einfallsreichtum und sein Humor. Den merkt man auch. Und ich denke mir immer, wenn ich in den Spiegel schaue, dann denke ich auch, Herr, du hast wohl Humor. Nun, aber schauen wir uns einmal den heutigen Losungstext an. Da heißt es, da geht es auch um den Regen. Und da heißt es, gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort aus meinem Munde auch sein. Ja, also das hat der Prophet Jesaja gesagt, und zwar im 55. Kapitel. Ja. Mit anderen Worten, Gottes Wort ist in Überfluss da. Das, was er uns zu sagen hat, was er uns klar machen möchte, was relevant ist für, ja, für dieses Leben, das hat er uns in seinem Wort gegeben. Darum ist es so wichtig. Darum ist es so wichtig und auch so wertvoll, die Bibel zu lesen und zu studieren, darüber nachdenken, darüber zu reden, auch mit anderen Leuten ins Gespräch kommen darüber. Und ich bin davon überzeugt, das war ich nicht immer, aber je älter ich werde, desto überzeugter bin ich, wie wesentlich und wertvoll die Schrift ist. Weil sie ist wirklich sein Wort. Und Paulus hatte das ja auch schon erkannt, dass die Bibel hat an einer Stelle als das Schwert des Geistes bezeichnet. Ja. Das heißt, dass es Sachen aufdeckt, dass es uns korrigiert, dass uns ja wieder die Augen öffnet. Natürlich ist das durch die Wirkungen seines Geistes. Wenn wir die Bibel lesen und ja, uns damit auseinandersetzen. Nun, die Frage ist, tun wir das auch? Nun, je mehr wir das tun, desto mehr werden wir auch ermutigt und fruchtbar sein. Fruchtbar für den Herrn und dadurch auch für andere Menschen. Ja, schauen wir uns noch kurz auch den Lehrtext an. Da heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Schrieb Johannes im 15. Kapitel, die Verse 7 und 8. Ja, also, wenn wir in seinem Wort bleiben, das heißt, eben, es lesen, darüber nachdenken und auch proklamieren, weitergeben, andere Menschen ermutigen, darin zu forschen und zu lesen, dann wird das Auswirkungen haben für dich, für dein Leben, aber auch für andere Menschen. Die große Frage ist, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben.
dann hat das Konsequenzen. Dann werden wir bitten, was wir wollen. Und man kann da denken, ah, das ist ja super. Wo ist mein Wunschkatalog? Den hole ich mir gleich mal raus und mal schauen, ob das funktioniert. Wir dürfen aber dabei nicht vergessen, wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns, dann werden wir bitten. Das ist die Voraussetzung. Denn wenn wir in Jesus sind, dann werden wir nicht selbstsüchtiges, egoistisches, verderbliches, zerstörerisches, das, was vergänglich ist, das wird nicht mehr unser Sinnen und Begehren sein, nein, sondern wir werden erkennen, was Jesus möchte. Und darum werden wir bitten. Und was er möchte und was gut ist, das wird er auch geben. Hast du das schon mal ausprobiert? Nun, dazu sind wir auch heute wieder ermutigt und eingeladen. Ich wünsche dir auch wieder einen schönen und auch einen guten Tag. Servus.